Bekommen wir Präsentationen? Ja, ja, genau. Nach dem Gespräch wird es euch der Alex dann schicken. Ja, der Alex wird es euch dann schicken. Es ist mega laut. Es ist der Ton ganz schlecht. Ja, es ist laut. Mein Laptop ist laut. Charlie? Ich höre euch nicht. Und was ist mit ja, der Alex wird schicken. Charlie? Der Alex schickt. Ciao! Freizeit. Instagram! Hallo! Hallo! Oh, das ist richtig nervig. Der PC wird mega heiß, der Ventilator ist mega laut, mit keine Verbindung. Und jedes Mal, wenn man die App aufmacht, das stürzt immer wieder ab. Genau die Probleme habt ihr uns geschickt und die werden wir für euch lösen. Diana! Wir brauchen eine Hilfe! Diana! Diana, wir haben mehrere Baustellen, aber zuerst fangen wir mal mit meinem Laptop an. Er ist zu heiß und zu laut. Was kann man machen? Also, grundsätzlich ist es so, dass er zu laut ist, weil er schon mal zu heiß ist. Ja, macht Sinn. Genau. Und das Erste, was ich dir empfehlen würde, ist einfach mal den Virusscan anschauen, ob der up-to-date ist. Und der tut er auch so ein bisschen location und temporär die Datei ein bisschen auslöschen. Dann das Nächste, was ich dir empfehlen würde, ist, nicht zu viele Programme gleichzeitig offen haben. Das heisst, du solltest vielleicht parallel nicht unbedingt Spotify offen haben, 20 Tabs, YouTube, Teams Meeting und vielleicht noch deine Word- und Excel-Dateien. Ja. Funktioniert nicht so gut. Genau. Und das andere, was ihr auch machen könnt, ist, wenn das alles noch nicht so ganz geholfen hat, schaut auf euren Laptops schnell in die temporären Folders rein, also die Ordner, und schaut, ob ihr dort Sachen rauslöschen könnt. Okay. Und das Wichtigste, das machen wir nie, den Laptop richtig runterfahren. Ah. Genau. Öfters mal neu starten und einfach runterfahren. Und dann läuft es auch wie Butter. Okay, super. Das kann ich sehr gut brauchen. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Baustelle. Das wäre nämlich das Handy. Jedes Mal, wenn ich eine App aufmache, stürzt es immer gerade ab. Warum, weiss ich nicht. Was kann man da machen? Die grösste Ursache, würde ich mal sagen, wie viele Sachen hast du auf deinem Handy? Apps nicht so viel, aber Bilder, Videos und. Genau. Ja. Also mit dem müssten wir schon mal ein bisschen aufräumen anfangen. Mhm. Am besten eben verwendet ihr Swisscom iCloud oder sonst etwas, wo ihr könnt Bilder aufladen könnt. Mhm. Einfach mal Platz schaffen. Auch Apps löschen, die ihr nicht braucht. Einfach ein bisschen alles anschauen. Mhm. Dann auch nie vergessen, Apps, die ihr nicht mehr braucht, richtig zumachen. Und das Wichtigste ist ein Update. Also unbedingt daran denken. Und sonst, wenn das alles noch nicht genützt hat, einfach halt wirklich ein Backup machen von eurem ganzen Telefon und einfach nochmal neu aufsetzen. Dann läuft's auch. Okay, das ist super. Ey, weißt du was? Dann nehme ich mein Handy für, lösche ein paar Bilder und ich hoffe, dass Google Maps wieder funktioniert. Spock auf Sushi. Ja. Sushi!